Brand in Hauzenberg. Am Montagvormittag wurden die Feuerwehren von Hauzenberg, Wotzdorf und Furtweier zu einem Zimmerbrand mit Personen in Gefahr nach Hauzenberg gerufen. Wie wir eingetroffen sind, hat bereits aus dem Zimmer, wie man sieht, das Feuer ausgeschlagen. Wir haben dann sofort mit mehreren Trupps reingegangen und haben das Feuer ausgemacht. In der Unterkunft leben mehrere ausländische Staatsangehörige und andere Personen. Jetzt sind noch momentan Trupps drin und kontrollieren die restlichen Räume, ob noch Personen drin sind. Aber laut Auskunft vom Betreiber und auch von unseren Trupps bis jetzt haben wir alle gefunden, da ist keiner mehr drin. Der Brandherd befand sich im Inneren des Wohngebäudes. Zum Brandherd kann ich gar nichts sagen, weil wir nicht genau wissen, wo es ausgegangen ist. Es war auf alle Fälle laut Auskunft von dem ersten Trupp, der drin gewesen ist, der Übergang zwischen Bad, Wohnbereich, da hat es am stärkeren brennt. Aber was jetzt genau dort ist, kann ich nicht sagen. Um die Ursache des Feuers festzustellen, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar.